Ja, dann sage ich Hallo, hallo an alle, die vor Ort sind, alle, die am Livestream sind. Schönen guten Abend. Und für diejenigen, die die Botschaft später hören, wann immer du die hörst, einen schönen guten Tag, morgen. Ja, und bevor wir in die Botschaft gehen, beten wir noch zusammen. Papa Gott, ich danke dir. Ich danke dir für dein wunderbares Wort. Ich danke dir, dass du jetzt durch mich redest zu deinen Kindern, zu deiner Familie und dass es in Herzen fällt und auf fruchtbaren Boden und das passiert, was du einfach das Wort, wozu du das gesandt hast, im Namen Jesu. Amen. So, welcome everyone live here that listen now, and welcome everyone that listens this message later on. Welcome, and I pray in the name of Jesus that we come here to hear from you, from your word, Father. Thank you for the prepared things. Ja, jetzt hätte ich fast vergessen, dass ich Übersetzer habe. I almost Danke, forgot Martin. that I'm being translated this time. So, danke, Martin. So thanks, Martin. Ich hab heute im Herzen zu sprechen über, es gibt zwei starke Kräfte. Today I want to speak about two really strong kinds of power. Die eine Kraft ist Selbstsucht und die andere Liebe. One power on the one hand is selfishness, and the other power on the other hand is the love. Im Neuen Testament gibt es im Griechischen für das Wort Liebe, zwei Definitionen. In the New Testament, there are two definitions in the Greek language for the word love. Da gibt es einmal die Philia, die freundschaftliche Liebe, und dann gibt es die Agape, die göttliche Liebe. One is philia, the friendship kind of love, and the other one is agape, and this is the God kind of love. Was wirklich interessant ist, dass es vor Christus gab es diese Agape nicht. And what is interesting in this is that before Christ appeared, this kind of love was not in existence on earth. Jesus brachte diese Agape-Liebe. Jesus himself brought this kind of love, this agape love. Und als Jesus, als er auf der Erde war, da war er Mensch. And as Jesus was on earth, he was here as a human being. Er wurde geboren wie ein Mensch. He was born like a human being. Einmal haben wir sogar gelesen, wie er sich als Kind seinen Eltern dann unterordnete. One time we also read that he was submissive to his parents. Er lernte einen Beruf. He earned a profession. Und als er im Wasser und im Heiligen Geist getauft wurde, And da danach fing er seinen Dienst an. only after his water baptism and then the baptism in the Holy Spirit, he started his real ministry. Und da zeigte er der Menschheit die Güte und die Liebe Gottes. And there he showed to all mankind his love and his goodness. Und jeder, der zu ihm kam, der wurde nicht zurückgewiesen. And it didn't matter who came to him, he didn't push back anyone. Er heilte sie alle, lesen wir immer wieder in den Evangelien. He healed all, and we can read it again and again in the Gospels. Und im Johannes 4,16, da steht, dass Gott Liebe ist. And in John 4, 16, it says, God is love.
Also er liebt nicht nur, er ist, seine Person ist Liebe. So he does not only love us, but he is love. It's his personality, it's his who he is in person. He is love. Und ich habe mir so überlegt, war es möglich, dass Jesus Wünsche hatte? And I thought about Jesus and I asked myself, is it possible that Jesus had heart desires? Möglich, dass er vielleicht gern ein Haus gehabt hätte? Possible that he owned his own house? Oder dass er vielleicht auf Reisen gegangen wäre? Or to go on journeys all over? Vielleicht hätte er auch gern geheiratet und Kinder gehabt. Maybe he wanted to marry and have children. Es steht ja auch geschrieben, dass er in allem versucht war, so wie wir. It's also written about him that he was tempted in all ways like we. Aber ohne Sünde. But without sin. Gehen wir mal zu meiner ersten Bibelstelle. Let's go to my first scripture. Und normalerweise lese ich immer aus der Schlachterbibel. Normally I read from the Schlachter translation. Aber manchmal vergleiche ich im Moment ganz gerne und ich lese jetzt Philipper 2. Ihr könnt auch mit aufschlagen. And sometimes I compare different translations, and this time I want to read out of Philippians chapter 2, and you. Und zwar aus der Hoffnung für alle Bibel. And this time from the Hope for All translation. Die Englisch sprechen, die können einfach mitlesen. And you that are speaking only English, you can just read with us. Also Philipper 2:6. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Ja, das, Moment, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. This was read out of Philippians chapter 2, verse 6 on. Also hier haben wir gelesen, obwohl er einfach wie Gott gleich sein hätte können, also bleiben können, er hielt nicht selbstsüchtig daran fest. So we read about him that although he could appear as God, he didn't hold on to his his status that he had before being God. So he was not selfish. Er war nicht selbstsüchtig, he was not selfish. Er hat alles, was er gemacht hat, aus dieser Agape-Liebe getan. Everything he did out of this agape love. Da habe ich jetzt noch ein paar Bibelstellen, die lese ich jetzt nacheinander vor. 2. Korinther 5:21, da heißt es für die English-speaking people. So I have some scriptures that I want to read now to you, and we start with 2. Corinthians chapter 5. Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesaja 53:3. Isaiah 53:3. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dann habe ich noch zwei. Johannes 3:16.
And then another two scriptures, and the one is from John 3:16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dann noch Römer 5:8. And then at last from Romans chapter 5 verse 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das hat er aus Liebe getan. So he did this out of love. Er hat es für mich und für dich getan. He did it for me and for you. Er ist mein und dein König der Liebe. He is the king of mine and your king, the king of love. Ihm können wir vertrauen. We can trust in him. Ihm können wir uns hingeben. We can totally yield everything to him. Es heißt, dass Gott unmöglich lügen kann. And it says that God cannot lie. Und wenn ich dem oder du dem Evangelium glaube. And when we believe the gospel. Wenn wir glauben, dass Jesus das für uns getan hat. When we really believe that Jesus actually did all of this for us. Dass er an unserer Stelle die Strafe bekam. That in our place he received the punishment for our sins. Dass er alles ertrug und sein Leben gab. That he gave his life and took everything on himself. Carried everything. Mit dem Herzen glauben und mit unserem Mund aussprechen. And when we believe this full-heartedly and when we confess this with our mouth, dann werden wir, wie die Bibel sagt, von neuem geboren werden. Then we become born again, like the Bible says. Dann nehmen wir ihn in uns auf. Then we take him in ourselves. Er sagt sogar, er wird Wohnung in uns machen. Er und der Vater nehmen Wohnung in unserem Körper. And he said it himself. He will come to dwell in us. He and the Father will come to dwell in us. Und so sind wir Kinder Gottes. And so we are children of God. Wir sind quasi neu geboren. We are born again. Ich weiß, dass ihr das alles wisst. And I know that you all know this. Aber wir sind aus der Liebe geboren. But we are born of love. Wir sind seine geliebten Kinder. We are his beloved children. Ich rede hier vom allmächtigen Gott. And I talk here about the Almighty God. Und für manche ist er der allmächtige Gott. And for some he is the Almighty God. Aber für uns ist er unser Papa Gott. But for us he's also our Papa God. Und wir sind seine Geliebten. And we are his beloved. Wir sind der göttlichen Natur gleichgemacht. And we are made in his divine nature. Ist ja klar, wenn ein Hund einen Hund zeugt, kommt ein Hund raus. And that's clear because dogs come from dogs. Und wenn wir aus Gott geboren sind, and when we are born of God, dann sind wir nicht Gott. Then we are not God. Aber wir sind aus der göttlichen Natur. But we are in his divine nature. Im Englischen, ein Prediger sagt immer so, the little cheese.
In the English speaking world, it's known that a preacher said the little G's. Dann gehen wir doch einen Schritt weiter. And let's go a step further. Und zwar in den 1. Johannes 4. In 1. John chapter 4. Und ich lese jetzt mal 7 und 8. Genau. Geliebte, lasst uns einander lieben. Oh, sag das doch mal, Martin. 1. John chapter 4, verse 7, it says, Beloved, let us love one another. Sag das doch mal zu deinem Nachbarn. Geliebte, lass uns einander lieben. Tell it your neighbor. Beloved, let us love one another. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. For love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Vers 11, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir es schuldig, einander zu lieben. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Vers 12, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Vers 12, no man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us. Im Römerbrief heißt, dass die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen ist. In Romans it says that the love of God is poured out into our hearts through the Holy Spirit. Genau, durch den Heiligen Geist. Through the Holy Spirit. Die Liebe ist in uns eingezogen. Love came into us and dwells in us. Und er möchte durch uns lieben. And he wants to love through us. Das ist Christsein. Christsein ist ein Leben der Liebe, der göttlichen Liebe. This is truly leading a Christian life, leading a life of love. To really love. Und wenn wir uns das in der Welt so anschauen, jeder ist bewusst oder unbewusst auf der Suche nach Liebe. And when we watch the world, we can see that everyone, if he knows or not, if he's aware of it or not, everyone is searching for love. Jeder sucht zu Hause bei Gott angekommen zu sein. Everyone searches to be at home with God. Manche wissen nur nicht, was sie suchen. But some don't even know what they actually are searching for. Ich erinnere mich als kleines Kind. I remember back in my days as a small child. Mein Opa hat mich immer nur mich lieb. My grandfather made a little fun of me all the time and he said, you only love me. Und ich habe immer gesagt, nein, alle Menschen. And I all the time answered, no, I love all people. Und das ist was in uns angelegt ist. Gott liebt alle Menschen. And that's what is put into us. God loves all people. Wir lieben nicht immer, was sie tun. And we love not always what they do. Aber wir lieben mit der Liebe Gottes die Menschen. But we love with the love of God all the people. Und möchten ihnen den Weg nach Hause zeigen. And want to show them
the way back home. Dinge, die werden einen nur kurzfristig erfüllen. Things are only a pleasure for a short time. Ein schönes Auto, das ist vergänglich. Eine Wohnung ist vergänglich. Klamotten sind vergänglich. A nice car, an apartment, clothes, whatever. All this is not eternal. Aber ich habe neulich auch eine Bibelstelle gefunden. Da ging es zwar jetzt um die Geldsammlung. And the other day I found a scripture and the theme was to collect money. Aber da heißt es, steht im Lukas, ich weiß jetzt nicht wo, aber da heißt, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln. And I can't remember exactly the content, but it's written in Luke chapter 6. And it says that we put treasures together for the heavenly bank account. Das sind die Menschen, die durch das Evangelium gewonnen werden. These are all the people that are won through the gospel, for the gospel. Noch nicht lang her, da hat Apostel Mark drüber gepredigt. And not long ago, Apostle Mark even preached about it. Aber das ist einfach, wir sind Geliebte, die diese Liebe empfangen haben und auch es uns drängt, dass wir sie weitergeben. But this is the thing. We are beloved of God and this is exactly the same thing that drives us, that we out of love, love. Menschen, Ehepartner, Kinder, sogar Tiere und die können uns all das nicht geben, was diese Liebe Gottes uns gibt. People, a spouse, friends, even animals, all this is loved because God gave it all to us. Und Jesus hat sogar gesagt, ich gebe euch ein Gebot. And even Jesus said it, I give you one commandment. Ein neues Gebot. A new commandment I give unto you. Dass ihr einander lieben sollt. That you love one another. Damit, wie ich euch geliebt habe, einander liebt. That like I loved you, you love one another. Wow. Und Gott sagt auch, dass wir einander brauchen. God also says that we need each other. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich brauche dich. Tell your neighbor, I need you. Es steht im Korintherbrief. It's written in Corinthians. Wie könnte das Auge sagen zum oder ich brauche den Rest nicht? Das geht nicht. How could an eye say to the rest, I don't need you? This would not work. Alle nur Glieder. Sorry, I didn't get that. Es sind alle nur Glieder. We are all only members. Und wie ein Körper einfach, wenn was fehlt, nicht richtig funktioniert. And like a body won't work in the right way when something is missing. So ist es auch im Leib Christi. The same thing is with the body of Christ. Ich stelle mir immer so eine Symphonie vor. And I always imagine this like a symphony orchestra. Einer dirigiert. One is leading. Und alle anderen sind an seinem Platz und zur richtigen Zeit geben sie den richtigen Ton ab. And all others are at their right places and to the right time they give the right tones. Und zusammen kommt ein wunderbares Orchester hervor. And all together a wonderful orchestra is playing. Papa sagt auch, wenn einer leidet, dann leiden alle. And Papa also says, if one suffers, all suffer. Wenn einer geehrt wird, dann freuen sich alle. If one is honored, everyone is happy. This is Christsein. This is true Christianity. Es ist göttliche Liebe. And this is the God kind of love. Gehen wir mal zum Philipperbrief.
Let's go to Philippians chapter 2. Das lesen wir jetzt nur in Deutsch. And und zwar we read only in German. Philipper 2, 1 bis 5. Philippians chapter 2, verses 1 to 5. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn so sollt ihr gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Liebe heilt. Love heals. Liebe hilft. Love helps. Liebe gibt. Love gives. Liebe teilt. Love shares. Liebe schenkt. Love makes gifts. Liebe möchte, dass es dem anderen gut geht. Liebe desires the best for others. Noch eine Bibelstelle. Galater 5, 6. Another scripture, Galatians chapter 5, verse 6. Denn in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Heißt ja auch im Korintherbrief, wir können noch so großen Glauben haben, aber ohne Liebe nützt uns das nichts. Like in Corinthians, where it says that it doesn't matter how big our faith is, without love, it's worth nothing. Du kannst in Sprachen reden, so lange und so viel du willst, aber ohne Liebe nützt uns das nichts. You can speak as much as you want and as long as you want in tongues, but without love, it's worth nothing. Du kannst dein ganzes Geld den Armen schenken, aber ohne Liebe bringt das auch nicht. You can give all your money away to the poor, but without love, it's worth nothing. Und hört mal zu, Glaube, der durch die Liebe tätig ist. And listen, faith, which worketh by love. Und mir zum Beispiel geht so, wenn hängt vielleicht auch mit meinem Dienst zusammen, aber wenn ich irgendwie mitkriege, dass es jemandem schlecht geht. And for me it is this way, and maybe it's connected with my ministry, but if I hear about a case where someone is hurting or suffers a problem. Egal wie es mir geht, mich drängt es dann für die Person zu beten. It doesn't matter what circumstance I'm in, it drives me to pray for this person. Und da spüre ich einfach, das ist Gott in mir, der einfach möchte, dass keiner leidet. And I feel really God in me, who does not want anyone to suffer. Und der Glaube, der ist wirksam durch die Liebe, wow. And faith is then working through love. Der Marc und viele andere Prediger sagen immer, also so Heilung ist die Essensglocke. like Mark and many other preachers like to say, healing is like the dinner bell. Und ich stimme da vollkommen mit überein, weil wenn das welche mitkriegen, dann kommen viele andere. And I agree with it totally, because when some people hear about this, many others will follow this.
aber ich denke mir immer dazu dann noch, es ist die Liebe. But then, all in all, I think it's the love. Die Liebe, Gott möchte nicht, dass irgendjemand leidet. The love, where God does not want for anyone to suffer. Er heilte sie einfach alle. He healed them all. Und er sagt auch, betet für alle Menschen, weil Gott möchte, dass jeder errettet wird. And therefore he also says, pray for all people, because God wants everyone to get saved. Und egal wie blöd die sind. And it doesn't matter how dumb they may be. Aber wenn diese selbstsüchtige Natur weg ist, dann ist jeder Mensch einfach so unendlich kostbar. But when the nature of selfishness is gone, then every single one of us people is so precious. So ist, wenn wir uns zusammen im Gebet treffen und für jemanden, der vielleicht am Sterben liegt oder für jemanden, der in der Verwandtschaft oder was auch immer los ist, wenn wir zusammen beten, ist es keine verschwendete Zeit, sondern das ist ein Liebesdienst. And so, when we gather together in prayer for someone that is in the process of dying, or if we pray for someone from our relatives or whoever needs prayer, then when we pray together, this is not wasted time. Gestern habe ich zu einer, die jetzt bald Geburtstag hat, aber in der Zeit nicht zu Hause ist. Und dann habe ich gesagt, ich schicke dir ein kleines Geschenk, wenn du wieder da bist. And yesterday someone had birthday and I announced, I sent you something for the time when you are back home. Und dann hat sie mir geschrieben, das größte Geschenk, was du mir machen kannst, ist für mich zu beten. And then I got this note written back and it said that the greatest gift you can make me is to pray for me. Wow. Dann gehen wir in unsere nächste Bibelstelle, 2. Korinther 8. So let's look up our next scripture in the Bible, in 2. Corinthians chapter 8. Und ich lese jetzt im Vers 4. And I read from verse 4. Bis 8. To verse 8. Und sie, da geht es jetzt auch wieder um eine Sammlung. Und sie baten uns mit vielen Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sie gaben sich selbst hin. Zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Sodass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es empfangen hatte, nun bei euch auch zu vollenden. Aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Should I read it? Da steckt viel drin in diesen Versen. So in these verses we can see a lot. Da geht's eben nicht nur um eine Geldsammlung. It's not only about collecting money. Sondern um Hingabe. But it's about giving everything. Das ist, was Gott
Gott, ich sag mal, fordert. And this is what God searches for. Er sagt sogar in, wer sein Leben nicht verliert, da geht es um das eigene Seelenleben, um den eigenen Gedanken, Wünschen und so weiter. God himself says that whoever doesn't lose his life and life in the meaning of his own soul, his own plans and desires, their own life, der kann nicht mein Jünger sein. He cannot be my disciple. Er möchte uns führen durch den Heiligen Geist. He wants to lead us through his Holy Spirit. Und Rudolf hat vor kurzem auch so eine super Message hingelegt. Da geht's einfach, dass wir einfach alles verlieren. And not long ago, Rudolf had such a tremendous message where he spoke about we need to lose all our lives. Aber to give up our lives. Aber dieses Leben des Geistes, but this life of the Spirit, dieser Reichtum des Geistes, these riches of the Spirit, das zu entdecken und zu leben, dieses göttliche Liebesleben. To discover this and to lead this kind of life, this divine life, this God kind of life. Dafür ist es wertvoll, sein Leben hinzugeben. Therefore it's worth to give on his own life. Und wenn ich jetzt mal ehrlich bin, and if I'm honest, ich mochte mein altes Leben. I liked my old life. Ich hatte gute Freunde. I had good friends. Ich hatte einen super schönen Job. I had a really great job. Ich war nicht reich, aber ich war nicht arm. I was not super rich, but I definitely was not poor. Ich konnte immer essen und so weiter. I always had to eat and drink and stuff. Aber ich kann auf vieles verzichten, weil das, was mich erfüllt, das ist, ich kann es gar nicht beschreiben, das kennt ihr ja vielleicht. But I can be without many of these things, and if some of you know this, this experience, that you are content. Wisst ihr, was ich meine? Do you know what I mean? Auch wenn jetzt nicht immer alles im Äußerlichen in Ordnung ist, aber im Innerlichen diese, ich kann es nicht beschreiben. Although maybe in the outward world, not everything is in order, but inwardly, and this is something that I am not able to describe, it's the opposite. Wisst ihr, was ich meine? Do you know what I mean? Das ist, wie es eben beschrieben ist, wenn du diesen Christus findest, dann ist es wie eine wertvolle Perle. It is like it is written. When you find Christ, it's comparable to finding a really precious pearl. Und da kann man dann wie Paulus sagen, ich habe alles andere achte ich für Dreck. And then you can see it like Paul said it, everything else is like dung for me. Und sicher schenkt er uns hier und da und das mal. Sorry, can you repeat it, please? Sicherlich schenkt er uns dies und das und alles Mögliche. And also, surely here and there God gives us surprises and gives us gifts to make a joy to us. Aber das ist nicht unser Fokus. But this is not our focus.
T.L. Osborne hat immer gesagt, wir trachten nicht nach Reichtum, aber wir glauben dran. And like T.L. Osborne used to say all the time, we don't chase after riches, but we believe in it. Und früher wollte ich das gar nicht so, weil ich habe mir immer gedacht, so wie die Reichen meistens drauf sind, geizig und alles Mögliche. Also das war nicht mein Bestreben, so zu werden. And in former times, I was not interested in becoming rich, because most of the people that were rich were really not in a way that I wanted to become the same way like them. They were greedy, or they were stingy, or whatever. I didn't want to become like them. Aber dann dachte ich mir, wow, umso mehr ich habe, umso mehr kann ich tun. Umso mehr ich habe, umso mehr kann ich helfen. Umso mehr ich habe, umso mehr kann ich geben. Also ist es doch gut, wenn wir reich sind. But then I kind of woke up a little bit, and then I realized, wow, the more I have, the more I can do with it. The more I have, the more I can give. The more I have, the better I can do. Live myself and others have good things too by my giving. And this is good. Und Gott ist ja mein Versorger. Es ist ja nicht so, dass er mich irgendwann in den Stich lässt oder so, sondern wenn ich mein Geld jetzt in Fluss bringe, in den Liebesfluss, dann kommt es ja auch wieder zu mir zurück. Das ist ja eben noch, ich muss mir ja keine Sorgen machen. God is my provider, and when I put my money into the river, then God cares about it, that it comes back the one way or the other way. So I don't have to be in worry one bit. Und ganz ehrlich, into the love river, I give the money into the love river. Und ganz ehrlich, ich gebe gar nicht, dass es zurückkommt, sondern ich gebe aus Liebe. And honestly, I don't even think about to give just to get something back, but I give simply out of love. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgewichen, aber wir waren ja da in dem Geben. Aber es geht auch um Hingabe in einem selbst. Ja, we entered some other areas, but it fits. It's about giving. And can repeat the end, please? No. kannst du den Schluss nochmal sagen? Nein. it's about to give one another, to give oneself into others. Und ich mag das, wie es hier so steht, auch, also um die Echtheit eurer Liebe zu erproben. And I love what is written here, to really prove if your love is real. Und wisst ihr, es heißt in der Bibel, wir werden an der Liebe erkannt werden. And like the Bible says, we will be recognized because of love. An der Liebe werden wir erkannt werden. People recognize us because of love. Wie wir miteinander leben, umgehen. How we live with each other, how we treat one another. Das ist das Erkennungszeichen der Christen. This is the thing that the world recognizes true Christians. Und ich glaube wirklich, dass Gott dabei ist, einfach diese Liebe immer mehr zu offenbaren, immer mehr in uns. And I really believe that God is really into this, that he reveals his love in us. Und das lässt uns auch vorwärts gehen.
And this lets us go forward. Es lässt uns nicht aufgeben. This enables us not to give up. Amen. Amen. Und ich glaube einfach, im Moment ist auch eine Zeit, wo sich wirklich die Geister scheiden. Man, das ist ja das Schöne, bei Gott hat man freie Wahl. And I also believe that we are in a time where spirits get separated, and this is the thing, we have a free choice. Und wir haben ja erkannt diese Liebe. And we got to know this love. Wir haben erkannt, dass es nichts Vergleichbares gibt. We realize that there is nothing comparable to this. Und wir tun alles, um den Menschen dieses Reich Gottes zu zeigen. And we do everything to show people this kingdom of God. Halleluja. Halleluja. Ja, dann habe ich zum Schluss noch eine letzte Bibelstelle. And now to come to the end, I have one last scripture. Jetzt habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, wo das steht, aber ich lese es euch vor. Da geht's um Timotheus und den Epaphroditus. It's about Timothy and Epaphroditus. Ich habe hier stehen zwei vorbildliche Diener Jesu Christi. And I have written down here, they were two great examples of servants of God. Und da fängt schon so schön an. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Should I search for it in the English to read it? Ja. Ja. Ist das Timotheus Brief? Ich weiß die Stelle nicht auswendig. Ich schau grad. Maybe I sum it up a little bit and just tell the content. It's about sending Epaphroditus and the joy connected with it to know what the consequences will be. So, Paulus hat Interesse, wie es um die anderen steht. So we see that Paul is really interested in the well-doing of others. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Because he said that he has no one else that he can trust, that he will care about you and your needs. Denn sie suchen alle das Ihre und nicht das, was Christus ist. Because everyone is searching for their own self, but not for the desires of Christ. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, nämlich dass er wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. And how he proved himself as faithful, working like a son with the Father in the gospel that you all know. Und das ist wirklich, wirklich mein Herz und mein Gebet. And this is really, truly my heart and my prayer. Dass wir diese Liebe leben. That we really live this love. Dass wir das Evangelium rausbringen. That we spread the gospel. Dass wir nicht hier immer um den gleichen Berg rumlaufen. That we don't
circle around the same mountain on and on and on. Sondern dass wir vorwärts gehen. But that we go forward. Dass, wie es heißt, die Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Like the Bible says that the whole creation is waiting on the revelation of the sons of God. Wir sind hier eine Familie. We are here a family. Jesus hat sogar gesagt, wie es um seine Mutter ging, das geht nicht um meine Mutter, sondern die den Willen Gottes tun. Das ist meine Familie. And Jesus himself said that his true family is not necessarily his own mom and people like that, but all those that do the will of God. Ich hab das immer gesucht. Ich habe immer gedacht, bei den Hippies wäre das möglich. And I always searched for this, and I in former times always thought that I found it with the hippies. Und die leben das schon ganz gut. And in a kind of way they live this pretty good. Aber ich weiß, dass das die göttliche Liebe ist, dass das nicht in den Hippies oder sonst irgendwo. Ich weiß, dass das bei Gott, bei Jesus Christus zu finden ist. But I surely know that it's truly found only in Christ. This kind of love, this agape is only in Christ, and you can't find it anywhere else. You can find it with the hippies or somewhere else. It doesn't matter. You find it in God alone. Ich glaube, dass es nicht nur mein Herz, sondern dass es das Herz Gottes ist, dass wir hier an der Liebe untereinander erkannt werden. And I believe that it's not only my own heart, but it's the heart of God, that we will be recognized here all together because of love. Dass wir den anderen höher achten als uns selbst. That we see one another higher than ourselves. Amen. Amen. Dann lese ich den noch fertig. Then I finish reading here. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. In the English Bible translation, it's written in Philippians 2, verse 23. Him therefore I hope to send presently, so soon as I shall see how it will go with me. Ich bin aber voll Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. But I trust in the Lord that I also myself shall come shortly. Doch ich habe es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter, Mitstreiter, der auch euer Gesandter und Diener meiner Not. Yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and companion in labor and fellow soldier, but your messenger, and he that ministered to my wants. Denn er hatte Verlangen nach euch allen, und er war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. For he longed after you all, and was full of heaviness, because that ye had heard that he had been sick. Er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. For indeed he was sick nigh unto death, but God had mercy on him, and not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. Umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. I sent him therefore the more carefully,
that when ye see him again, ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful. Schaut mal, da ist auch wieder, da sehnt man sich, den anderen zu sehen. Oder eben er war krank und es hat ihn betrübt. Aber das spricht einfach wieder die Liebe. And you can see here that there is really a longing to meet one another, to see someone else. And in case of sickness, that you help just meeting together to overcome this and not to stay full of sorrows all the time. So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Receive him therefore in the Lord with all gladness and hold such in reputation. Denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen. Because da er for Entschuldigung. Yeah. Because for the work of Christ he was nigh unto death, not regarding his life. Da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. To supply your lack of service toward me. Paulus. Paul. Ein Apostel. An Apostle. Wo wir uns alle möglicherweise denken, wow, Paulus. Where we all might think, oh wow, Paul. Aber auch Paulus hatte Mitarbeiter. But even Paul had workers. Er hatte Mitstreiter. He had companions. Hat welche, die mit ihm für das Evangelium gekämpft, gebetet haben. He had people besides him that fought with him and prayed and worked for the gospel. Aber er hat auch gesagt, es hat nicht viele gegeben, weil die meisten nur das ihre suchen. But he also said that they were not many, because most of the people were interested only in themselves. Und andere, die müssen dann so viel tun, weil sie dienen an der Stelle von denen, die nichts tun. And others had to serve so much and work so much in their places, because they weren't there to fill their places. Und da sieht man, dass eben dieser Epaphroditus da ausgepowert war. And therefore we can see here Epaphroditus, that he burned out in a way. Aber wenn wir hier in Deutschland einfach, wisst ihr, es ist so finster geworden da draußen. And when we realize also here in Germany that it got so dark outside. Und was wir hier als Gemeinde tun können. And what we as church can do here. Wir für eine Vollmacht haben. What authority we are given. Was wir für eine Fülle bekommen haben. What fullness we are provided with. Und ich komme jetzt zum Schluss. Ich habe schon vor langer Zeit, ich habe immer so ein Puzzle gesehen. And I come now to the end and I tell you that long time ago I saw a kind of puzzle pieces put together. Und es war ein ganzer Körper. And it was a whole body. Und da war der Kopf. And there was the head. Christus. Christ. Und dann kam das Puzzle, der Arm, das Auge, der Fuß, der ganze Körper. And then the puzzle came together, the arm and the hands and the legs, the feet and everything came together. Dann war es ein ganzer Leib. Finally, it was the whole body together. Christus war komplett. Christ was complete. Wow. Naja, wie versprochen, ich mache jetzt hier Schluss. And as I promised, I finish now here at this point. Papa Gott, wir danken dir so sehr. Papa God, we thank you so much. Dass wir einfach wieder angefacht worden sind von deiner Liebe. That we got fired up through your love. Und wir wollen das. Wir wollen zur ersten Liebe zurückkehren. And this is what we want. We want to come back to the first love. Wir haben das wirklich auch heute wieder sehen können, wie viel es wert ist, deine Liebe zu empfangen und weiterzugeben. And we could see it today,
how precious and necessary it is to receive your love and to give out of your love and to give your love ahead to others. Wir lieben dich. We love you. Und wir lieben dich noch mehr kennenzulernen. And we love to get to know even more. Danke, dass du uns durch den Heiligen Geist, dass du die Menschen liebst durch uns. Thank you for the Holy Spirit that you love us and the people through us. Danke, dass wir durch den Heiligen Geist sogar unsere Feinde lieben können. And thank you that through the Holy Spirit we are even able to love our enemies. Danke, dass deine Liebe einfach unendlich ist. Thank you that your love is eternal and without any limits. Aber auch mal scharf ist. But also sharp if necessary. Aber du führst uns. And you lead and guide us. Danke, dass du uns hilfst, Dinge loszuwerden, die uns aufhalten. Thank you that you help us getting rid of things that block us. Und dass wir vorwärts gehen. And that we go forward. Danke für die Kirchweih, wo wir wirklich viele Menschen erreichen können. And thank you for the time of the Kerwa, where we can reach many, many people. Und danke, dass wir ja auch viele, wir beten für Arbeiter, weil die große Ernte an uns vorbeiläuft. And thank you also that we can pray for many workers to come and help, because there is much work ahead of us. Im Namen Jesu, Amen. In the name of Jesus, Amen. Dann verabschiede ich mich von euch und ja, ich habe euch lieb und bis zum nächsten Mal. So I say goodbye and I love you all and see you next time. Und ich hoffe, dass ich auch irgendwann wieder live dabei sein kann. And I hope that one day I can be live with you.